Dass das ganze Ausmaß des russischen Staatsdopings bekannt wurde, ist auch ihr Verdienst. Julia Stepanova. Ich würde mich gerne für meine Vergangenheit entschuldigen. Ich habe gedopt. Ich will das nicht als Entschuldigung nutzen, aber um erzählen zu können, was passiert ist, musst du mittendrin gewesen sein, als es passiert ist. Stepanova hat ihre zweijährige Dopingsperre abgesessen, doch ihr Verdienst für den sauberen Sport im Anschluss daran ist eigentlich unbestritten. Eigentlich. Denn das IOC hat zwar die dopingverseuchten russischen Verbände begnadigt, aber eben nicht Stepanova. Ich finde das nicht fair. Das ist auch kein gutes Signal für andere Whistleblower. Das Exekutivkomitee hat deutlich gemacht, dass es Julia Stepanovas Kampf gegen das Doping zu schätzen weiß. The contribution of Julia Stepanova in the fight against doping. Deshalb haben wir ihr zum Beispiel unsere Unterstützung angeboten, wie es meines Wissens nach bislang keine andere Organisation gemacht hat. Julia Stepanova musste aus Russland fliehen. Sie hat der Welt-Anti-Doping-Agentur Informationen, Tonband und Videoaufnahmen zukommen lassen und damit ein Dopingsystem aufgedeckt, das bis in die höchsten politischen Kreise, bis ins Sportministerium reicht und vom Geheimdienst FSB gefördert und organisiert wurde. Sie ist eine Whistleblowerin, die vielleicht mutigste der Sportgeschichte. Sie hat ihr Leben riskiert, wie in einem Hollywood-Film. Inzwischen lebt sie an einem geheimen Ort. Dennoch will man sie nicht als Sportlerin in Rio dabei haben, auch nicht unter neutraler Flagge. Denn das IOC spricht ihr, Zitat, die ethische Eignung für einen Olympiastart ab. In der Olympischen Charta ist es nicht vorgesehen, dass Athleten unter neutraler Flagge starten. Auch unter russischer Flagge will das IOC sie nicht starten lassen. Dabei hat Stepanova eine entsprechende Frage der Ethikkommission bejaht. Sie wäre glücklich, im russischen Nationalteam zu sein. Doch jetzt sagt das IOC, Stepanova hätte nochmals von sich aus um einen Start unter russischer Flagge bitten müssen. Ein Bauerntrick. Zumal sich Thomas Bach auch sonst gern als Anwalt der Athleten gibt. Man kann niemanden berauben, kein menschliches Wesen und in diesem Fall keinen Athleten. Wir sind für sie verantwortlich und für ihr Recht, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, ihre Unschuld zu beweisen. Es ist enttäuschend mitzubekommen, dass einige Olympiasieger Lügner sind. Lediglich als Gast sei Stepanova in Rio jederzeit willkommen. Kritiker behaupten, Bach müsse seinen Freund Putin schützen, für den Stepanovas Staat nach der Vorgeschichte ein Schlag ins Gesicht sei. Man könne schließlich keine Staatschefs bestrafen, so Bach. Und so tut das IOC alles, um die Frau von den Spielen auszuschließen, die entscheidend dafür war, einen der größten Dopingskandale der Sportgeschichte aufzudecken. Das Signal, das der Verband gibt, ist alarmierend. Doping ist nicht okay, es sei denn, es ist staatlich gefördert. Ich sehe mich nicht als Betrügerin, so wie ich in Russland dargestellt werde. Ich denke, die Betrüger sind die, die das System kreieren. Diejenigen, die jungen Athleten Drogen geben und damit deren Zukunft ruinieren und sie damit zwingen, den Sport zu hassen. Ich habe versucht, die Wahrheit zu erzählen. Ich habe viele Karrieren gesehen, die so ruiniert wurden. Und jeder kannte die Wahrheit. А я пыталась помочь рассказать правду, чтобы все знали правду.